Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr eine andere sein als in den Jahren zuvor, nämlich stark eingeschränkt. Einige finden das sinnvoll, aber für Menschen, deren Lebensinhalt die opulente Weihnachtsbeleuchtung ihres Eigenheims ist, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Unser Reporter Olli Hansen ist bei der Familie Illuminati in Delmenhorst. Olli, da hängen die Lichterketten auf Halbmast, oder? Peter, hier spielen sich Dramen ab. Das italienische Einwandererpaar Francesco und Maria Illuminati sind in ganz Delmenhorst bekannt für ihr in jedem Dezember wundervoll beleuchtetes Haus. Was hatten sie noch gewonnen? Ach so, ja genau. 2 Emmys gab das 2017 in den Kategorien Bestbestrahltes Rentierensemble und LED-Weihnachtsmann des Jahres. Im Jahr drauf gab das sogar einen Osram für die am häufigsten rausgeflogene Hauptsicherung bei einer privaten Weihnachtsillumination. Ja, schön, aber was machen Sie denn in diesem schwierigen Jahr? Peter, die Koffer sind gepackt. Francesco und Maria können Weihnachten nicht hier in Delmenhorst feiern, weil die zu erwartende Stromrechnung von 1,4 Millionen Euro nicht zu stemmen ist. Ein Downgrading ihrer XXL-Beleuchtung kommt für die Illuminatis nicht in Frage. Sie ziehen jetzt nach Bayern auf das Grundstück des Atomkraftwerks Isar 2. Es gab einen sehr netten E-Mail-Kontakt mit der Preußen Elektra. Der Betreiber stellt den Strom kostenlos zur Verfügung, wenn die Illuminatis in einem Werbespot für eine Laufzeitverlängerung eintreten. Lass so machen, Peter. Sobald die Familie im ICE nach Landshut sitzt und eine Runde Atomkraftwerke-Quartett spielt, weil sie dabei gut abschalten können, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Natürlich. Vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Bummer. Verunglücktes Weltraummanöver. Um zu beweisen, dass man die Flugbahn von Asteroiden beeinflussen kann, lenkt die NASA einen eigentlich harmlosen Asteroiden versehentlich direkt auf die Erde. Ja, ist vielleicht besser so. Moskau, dass Wladimir Putin nicht verhandeln will, stimmt nicht. Das beweisen Fotos vom Kreml-Chef auf einem Flohmarkt in Omsk für antiquarische Rüstungsgüter. Die gute Nachricht des Tages. Verzinkte Dielenholzschrauben mit Linsensenkkopf der Größe 4,5 sind nur unwesentlich teurer geworden. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Isar 2. Feinster Bio-Atomstrom aus nachhaltiger Uranproduktion. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Bis dann.